Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 Torwartspielerkarriere. Ich bin Sian und wir sind zum Glück im Finale an der Anfield Road, soweit das der Austragungsort ist. Auf jeden Fall sind wir heim gegen Swindon im Finale des EFL Cups. Also das erste Finale und das schon am 25. Februar 2018. Sehr, sehr früh. Also sehr, sehr früh halt im Jahr, das schon ein Finale ist, nicht schlecht. Wir haben geile Trikots. Thiago, finde ich gut, dass er spielt. Auch die Ausdauer wird dann wahrscheinlich gegen Manchester nicht spielen, auch wenn es ein super wichtiges Spiel ist. Schwer. Mané, ach du Scheiße. Nsonsi, ach du Kacke. Simultane Spiels gibt es logischerweise nicht. Wir sind das einzige Spiel, was im Finale spielt. Also gehen wir rein. So, Wembley Stadium, FC Liverpool gegen Swindon Town. Also, ja, nicht an der Anfield Road. Aber hier sehen wir nochmal den Turnierbaum des EFL Cups. Währenddessen wir Pyrotechnik im Hintergrund sehen. Nice. Da haben wir kurz den Pokal auch nochmal gesehen. Aber wir gehen jetzt lieber ins Spiel rein. Hier Wembley Stadium. Ich freue mich auf diese Partie. Wir sind natürlich eigentlich der Favorit, aber es ist Pokal, es ist Finale. Da zählt die Statistik eigentlich in der Regel nicht mehr. Beide haben einen guten Pokal bis jetzt gespielt. Und sind normalerweise auch zu Recht dann dort. Vor allen Dingen, da wir gerade so viele Spiele in letzter Zeit haben, eigentlich müssten theoretisch auch welche geschont werden fürs Manchester-Spiel. Werden sie aber nicht. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Naja. Oh, schade. Also, Sieg ist Pflicht. Pokal muss her. Siebte Minute. Wir hatten dann gerade erstmal eine schöne Chance gesehen. Leider geblockt. Oh, schöner Pass. Oh, schöner Versuch. Da ist er da. Mit seinem pinken Trikot. So, ich denke mal, beim EFL Cup war es ja eigentlich ähnlich wie beim FA Cup mit den. Wobei, nee, da war es nicht so mit dem Rückspiel. Aber im Finale wird es so oder so kein Rückspiel geben, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen, weil wir hier ja im angemieteten Wembley Stadium extra dafür sind. Von dem her kann man das eigentlich vergessen. Also der, der gewinnt, der ist der Gewinner. Logischerweise. So, die Gäste. Oh Gott. Oho, Pfosten. Riesige Chance. Das war auch schön geflogen. Aber bei Pfostenschüssen bringt das ja nichts. Da kommt man nicht ran. Da kann man so schön springen, wie man das möchte. So, Mané und der rechte Verteidiger, die Nummer 2, die arbeiten immer richtig schön zusammen. Und da haben wir das 1 zu 0 in der 22. Minute. Sehr schön. Tatsächlich habe ich irgendwie voll Bock auf Premier League spielen. Aber irgendwie habe ich heute in der Aufnahmesession nur ein Premier League-Spiel. Und das gleich gegen Manchester. Und dann ist die Aufnahmesession für mich auch schon vorbei. Habe ich 4 Spiele gespielt. Oder 5. Und halt ein Premier League-Spiel nur. 5 Spiele habe ich dann gespielt. Ein Premier League-Spiel nur. Krass. Was ein Spielplan, Alter. Aber nach dem Spiel ist der EFL Cup zu Ende. Da haben wir eine Trophäe. Die kann uns nochmal schön boosten. Und auch irgendwie, genau. Wir haben halt dann keine EFL Cup Spiele mehr, was halt auch vergeht. Nimm den Ball auf, ja. Auch ziemlich gut ist. Manchmal nimmt er bei solchen Bällen nimmt den Ball nicht auf, obwohl man A drückt, wegen der Doppelbelegung, weil er nicht weiß, ob er jetzt passen soll oder Parade machen soll. Deswegen bei so einen Bällen, die so ganz dumm auf einen zukommen, muss man meistens halt einfach den rechten Stick benutzen. In der Regel muss man den dann einfach so nach oben drücken und dann nimmt er den halt ganz normal auf. Für die da vielleicht auch Probleme haben. Habt ihr ja vielleicht in den letzten Folgen und so bei mir auch gesehen. Im Pro Club ist das ganz oft, wo ich das als häufig schon anwenden musste. Da gibt es solche Bälle sehr, sehr häufig, wo man den Stick dann halt wirklich benutzen muss und das mit den Tasten nicht geht. Aber in der Regel halte ich trotzdem noch alles mit den Tasten. Das nur immer so als kleinen Tipp. Man lernt ja auch immer, wann man spielt und auch währenddessen ihr hier guckt. So, Halbzeit im
Wembley Stadion. Im EFL-Cup-Finale und wir haben gerade noch kurz blicken können. Oh, Nsonsi, gelbe Karte. Nicht schön, aber auch nicht schön, wie die Ausdauer bei den Spielern aussieht. Und das ist so Mané, Nsonsi und Thiago hat ja auch gerade gespielt. Bei dem sah die Ausdauer eigentlich schon scheiße aus, aber nicht so scheiße. Aber das sind so alles drei Spieler. Noch ein paar mehr, die eigentlich super gut sind und immer Stammspieler sind, die gegen ManU dann nicht spielen können. Ich möchte eigentlich keinen schlechten Ausgang haben von der Aufnahme. Ich will auch keinen schlechten Start haben. Oh, schöne Parade, wichtige Parade. Wie gesagt, bei uns, das Spiel wird auch nicht leichter durch die fehlende Ausdauer. Dadurch schießt man nicht mehr Tore. Oh ja, unsere Nummer 40. Unser neuer Stammstürmer. Oh, schön weitergeleitet, schön weitergeleitet. Vielleicht spielt er Coutinho. Könnte wirklich im nächsten Spiel wieder spielen. Wir haben ihn lange nicht mehr gesehen, obwohl er nicht mehr verletzt sein dürfte. Der spielt wahrscheinlich im nächsten Spiel. Da habe ich immer die Hoffnung und das 2 zu 0. Ich will von einer Vorentscheidung noch nicht sprechen, aber ich glaube, Leiva hat das Tor erzielt. Nein, Joel Matip. Alles klar. Habe ich einfach eine Kapitänsbinde. Leiva ist ja ganz oft Kapitän, aber in dem Fall ist es hier im Spiel Matip. Leiva spielt, glaube ich, gar nicht. Bin mir nicht sicher. Oh, es könnte gefährlich werden, die Gässe. Aber oh, ganz gefährlich. Das war auch nicht gut. Der sollte da aber auch nicht hin. Aber immer, wenn man den nicht annimmt, ich will ihn halt aber auf die kurze Distanz auch nicht annehmen. Ah, dann macht er immer so übertrieben ungezielte Bälle. Sind wir da noch angekommen? Was? Eine Gefährdungssituation? Nein. Gut, wir wären aber da gewesen. Was auch gut ist. Ganz abgesehen davon, ne? Können wir da jetzt hinpassen? Lul. Was soll das? Nee. Nee. Nein. Ich akzeptiere es nicht. Ich akzeptiere es nicht. Ich pack's nicht, Alter. Mané runter, Markovic rauf. Das ist nochmal der Wechsel der 80. Minute. Und wir haben wieder die letzten paar Minuten, wo wir zack, 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 dies, das, pipapo. Ganz unsicher sind also nichts da vor Entscheidung. Es bleibt spannend. Können auch nicht einfach mal locker easy ein Spiel gewinnen. Es klappt einfach nicht. Nsonsi ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob wir nochmal wechseln können. Auf jeden Fall quasi kein guter Spieler mehr, abgesehen von uns auf dem Platz. Das ist die Vorentscheidung. Dieses 3 zu 1, 87. Minute, erneute Vorentscheidung, muss man dazu sagen. Natürlich wird da zum Trainer gelaufen und gejubelt. Mal abgesehen davon, dass das, glaube ich, sogar ein Einwechselspieler war. Also ein Auswechselspieler, der eingewechselt wurde. Ojo. Der hat, glaube ich, auch nur eine 69er Gesamtbewertung oder so. Auf jeden Fall irgendwas mit 60 und hat da auf Özyacup gepasst, der hier sein erstes EFL-Cup-Tor machen kann im Finale. Thiago wird hier gerade schon zum Man of the Match gekürt, obwohl es auch gar nicht zu Ende ist. Oh. Shit. Was eine Glanzparade hier nochmal am Ende. Was hier für Paraden in letzter Zeit. Also Pokal ist nochmal eine ganz verrückte Geschichte. Und Finale nochmal dazu. Leute. Crazy.
Ja, da kann man mal jubeln. Schauen wir mal, was wir jetzt für Animationen bekommen. Tja, was soll ich sagen, Leute? Wir haben den Pokal, unser erster Pokal in unserer Karriere in FIFA 17, glaube ich. Was haben wir mit Braunschweig erreicht? Mit Braunschweig haben wir eine Saison lang gespielt, wenn wir das mal Revue passieren lassen. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was wir mit Braunschweig da geschafft haben. Wo sind wir da gelandet? Sind wir mit denen aufgestiegen? Hätten wir das, wären wir aufgestiegen mit denen? Bin mir gerade gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Pokal ist jetzt kein Riesenpokal, EFL-Pokal ist aber allgemein eigentlich so ein Pokal, wo die Großmannschaften normalerweise relativ früh rausfliegen, weswegen es tatsächlich ins Finale auch so eine andere Mannschaft aus der, weiß ich nicht, welche Liga die sind. Also ich glaube, ihr habt was in die Kommentare geschrieben, zweite oder vierte Liga oder irgendwie so aus einer Richtung. Also wirklich ziemlich tief. Also was einfach daran liegt, dass, ja, in England gibt es so viele Spiele gleichzeitig und es fliegen halt wirklich viele gute Mannschaften so viel raus, weil sie nicht genügend Auswechselspieler oder halt die schlechten Spieler und dann quasi auf demselben Niveau sind, bis halt beim Torwart. Und wir haben es tatsächlich in vielen EFL-Cup-Spielen halt auch einfach rausgerissen. Auch in diesem haben wir krasse Paraden gemacht und dann gibt es halt trotzdem diese Sachen, da machst du eine krasse Parade und trotzdem geht der Ball rein. Und so war es in den letzten Spielen irgendwie immer. Ich mache eine krasse Parade und dann haben sie einen Nachschuss und machen trotzdem das Tor. Und ja, jetzt bin ich super gespannt, wie es weitergeht in unserer Karriere. Also, das heißt, Premier League jetzt erstmal ganz wichtig. Da haben wir jetzt gegen Manchester und Ende nächsten Monats, Ende März, dann gegen Arsenal. Da kommen irgendwann auch wieder Nationalspiele, also mit der Nationalmannschaft. Also kaum Zeit zu verschnaufen, was man als Torwart aber im Spiel immerhin auch nicht braucht. Also, das war unser erstes Finale. Unsere Trophäe haben wir im Sack. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Links kommt ihr noch zu meinen Social Media Seiten. Und rechts könnt ihr die letzte Folge anschauen. Und dort kommt ihr auch zur Playlist. Ein Däumchen wäre ein Träumchen für diesen Pokal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.